Hallo liebe 1000 PS-Fans, hier bei der EICMA 2015 Ducati. Heimvorteil hat natürlich einen riesigen Stand. Und wieder, wie letztes Jahr, haben wir hier die typischen Scrambler-Container, die gelben. Schaut irrsinnig cool aus. Andi Holzer steht neben mir, Pressesprecher Deutschland. Warum wieder die Container und was ist das für ein Scrambler da hier vor uns? Also warum wieder die Container? Wir haben ja letztes Jahr mit der Scrambler das Land of Joy eingeführt. Ja? Und das, was ihr hier seht, ist die Land, ist das Land of Joy. Und es ist ja auch eine neue Marke für uns, also die Marke Ducati Scrambler. Das heißt, wir heben uns deutlich von der roten Welt ab, wo ihr vorher wart. Das ist hier die gelbe Welt, Land of Joy. Ja? Und hier haben wir eben unser neuestes Mitglied der Scrambler-Familie, die Scrambler 62. Cool. Was ist anders an der 62 als bei der normalen Scrambler? Also der größte Unterschied ist mal, sie hat deutlich weniger Kubik. Sie hat 400 Kubik, also ist praktisch jetzt so das kleinere Modell, das Einstiegsmodell. Wir wollten in der Scrambler-Familie eben ein Modell haben, das erschwinglicher ist, das einfacher ist, weil wir doch festgestellt haben, es kommen ja unglaublich viele Menschen da, gerade eben mit der Scrambler, die bis jetzt vielleicht wenig am Hut hatten mit Motorradfahren. Ja. Und manche tun sich schwer, wenn sie hören 800 Kubik, das mag vielleicht für gestandene Motorradfahrer erstaunlich sein, aber für jemanden, der noch nie gefahren ist, ist 800 Kubik manchmal ein Wort. Ja. Und jetzt haben wir praktisch eben hier die kleine 62, die 400 Kubik hat, ist eben auch von den Unterhaltskosten erschwinglicher und insofern gerade für diese Gruppe, die eben schon Spaß haben möchte auf zwei Rädern, aber bis jetzt wenig damit anfangen konnte. Ich bin ja schon allein wegen meiner Statur ein gestandener Motorradfahrer, aber auch ich weiß, dass solche 400 Kubik Motorräder irrsinnig viel Spaß machen. 41 PS ist jetzt auch nicht ganz wenig, also ich erwarte mir viel von diesem Motorradgewicht, wissen wir. Ja, sie liegt nicht viel drunter unter der alten, aber die Scrambler, oder Entschuldigung, unter der normalen Scrambler. Aber letzten Endes ist die Scrambler an sich ja schon ein sehr, sehr leichtes Motorrad. Und es ist halt auch wieder diese typischen Eigenschaften von der Scrambler, das ist wirklich Motorrad pur. Das heißt Motor, zwei Räder, einen breiten Lenker und dann geht's los. Ja. Und die 41 PS reichen völlig aus, um wirklich Spaß zu haben. Ja, und dieses gemütliche, lifestyleige bringt die auch irrsinnig gut rüber. Andi, vielen Dank für das Interview. Gerne. Danke.